Die Sachbücher, da gibt es dieses Jahr vor allen Dingen zwei interessante Richtungen. Das eine ist 400 Jahre 30-jähriger Krieg. Das hat mehrere Monumentalwerke hervorgebracht. Und auf der anderen Seite 100 Jahre Oktoberrevolution, also auch bemerkenswerte Bücher, die es mit dem sowjetischen Jahrhundert zu tun haben. 400 Bücher ist natürlich ein riesiger Berg und ich bin nicht mehr ganz so überrascht. Das ist bereits das dritte Mal, dass ich dabei bin und wir teilen uns das auch ein bisschen ein. Wir sind ja zu siebt und jeder schaut sich ein bisschen was an, informiert die anderen über seinen Eindruck. Es bleibt auf alle Fälle eine Riesenarbeit. Man hat immer das Gefühl, es fehlt noch irgendwas. Ein bisschen wie vor einem wichtigen Examen an der Uni. Habe ich auch alles Prüfungsrelevante durchgelesen. Aber jetzt liegen ein paar anstrengende Wochen hinter uns und es langt jetzt. Ich habe auch schon leidenschaftlichen Streit erlebt, was sicher auch gut ist. Manchmal ist es erstaunlich, wie unterschiedlicher Ansicht man über dasselbe Buch sein kann. Aber im Großen und Ganzen agieren wir doch im Konsens. Also was ein gutes und was ein schlechtes Buch ist. In 9 von 10 Fällen sind wir uns da ziemlich einig.